Hallo und herzlich willkommen zu dieser Preview von drei neuen Schiffen, die es schon in den Client geschafft haben, aber noch nicht ins finale Spiel bzw. noch nicht gesehen worden sind. Und somit sehen wir hier schon einen neuen Russen. Und zwar ist es ein Tier 5 Kreuzer, nennt sich Prof Intern. Schaut wie folgt aus. Also sehr hübsch. In dem Fall Premium. Hier oben, das lassen wir mal einfach aus, weil das sind Platzhalter, da wird noch einiges geändert und das stimmt auch teilweise gar nicht. Deswegen schauen wir uns einfach mal das Schiff im Detail an und bleiben bei den Daten hier drüben. Das ist ja das meiste und das wichtigste eh vorhanden. Trefferpunkte 25.100, Panzerung 10 bis 75 mm. Artillerie 15 mal eine Kanone mit 130 mm eben. Und wir sehen hier 6 Schuss die Minute, 25,7 Sekunden für die Kehre um 180 Grad, maximale Streuung 154 Meter, HE-Höchstschaden 1900 und AP-Höchstschaden 2500. Feuerreichweite 17,5 Kilometer, für einen Tier 5 Kreuzer sehr beachtlich. Torpedos 2x3, also auf jeder Seite 3 mögliche Torpedos zum Schießen, Ladezeit 70 Sekunden. Dauer für die 180-Grad-Kehre 7,2. Höchstschaden 13.200. Torpedogeschwindigkeit 65 Knoten, also sehr ordentlich flink. Allerdings bei 3,7 Kilometer, also da müsst ihr auch dementsprechend schon nah ran. Flugabwehr haben wir auch einiges am Start, aber unterm Strich nicht so eine gute Flugabwehr. Die 12,7 mm, 14 Schaden bei 1,2, die 37 mm. 68 Schaden bei 2 Kilometer, die 45 mm, 8 Schaden bei 2,5 und die 100 mm, die dann noch unterstützt, 14 Schaden bei 4 Kilometer. Natürlich auch wichtig ist die Manövrierbarkeit, und zwar 29 Knoten ist die Höchstgeschwindigkeit, Wendekreisradius 590, Ruderstellzeit 7,2 und die Verborgenheit schauen wir uns auch noch an, 13,7 Kilometer. Oberflächensichtbarkeitsreichweite und 6 aus der Luft. Ja, das ist dann die Prof Intern, der Tier 5 Kreuzer der Russen. Wie gesagt, beachtet auch bitte, dass die Stats sich alle auch noch verändern können. Die Schiffe sind noch nicht live für alle zugänglich, dementsprechend kann da Wargaming immer noch rumbasteln. Dann geht's weiter, und zwar in Richtung der Briten. Da gibt es einen neuen Zerstörer, die Campbelltown, Stufe 3. Schaut aus wie hier zu sehen. Übrigens diese Ansicht, vielen Dank an Sehales vom deutschen Community-Team für den Hinweis. Wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt halt, dann stellt sich das UI automatisch aus. Sehr schön für sowas oder auch natürlich für tolle Screenshots. So, nun aber weiter zur Campbelltown. Hitpoints 8.900, Panzerung natürlich sehr reduziert 6 bis 13, die Hauptbatterie 3x eine Kanone und die Anordnung ist da sehr kurios, nämlich eine ist vorne, die ist frei schwenkbar und ansonsten hat jede Seite noch eine Kanone für sich, hier mal einmal und gegenüberliegend auch nochmal das gleiche. 9,2 Kilometer Reichweite, wie man sieht, 8,6 Schuss in der Minute, 15,7 Sekunden Dauer für die 180-Grad-Kehre. Maximale Streuung 84 Meter, HE-Höchstschaden 1500, Brandwahrscheinlichkeit 6%, auch da sehr gering, und AP-Höchstschaden 1700. Natürlich wichtig sind hier die Torpedos, 2x3, also auch wieder hier jede Seite 1x3 Torpedos, 7,5 Kilometer Reichweite und das wird gleich noch sehr gut sein, beziehungsweise derzeit ist es so, dass man mit diesem noch Stealth schießen kann, weil das Schiff geht erst bei 6,5 auf, seht ihr aber auch gleich noch. Ladezeit sind 63 Sekunden, also knapp über einer Minute. Wir machen 11.967 Höchstschaden damit, Torpedogeschwindigkeit 57 Knoten und wie gesagt 7,5 Kilometer für die Reichweite und da springen wir jetzt direkt auf die Sichtbarkeit. Ihr geht nämlich erst bei 6,5 auf, also habt ihr noch einen guten Kilometer so gesehen Puffer zwischen euch und dem Gegner. Aus der Luft lediglich erst bei 3,1, also Sichtbarkeit sehr gut mit dem Gerät. Höchstgeschwindigkeit 35 Knoten, Wendekreisradius 520 Meter und Ruderstellzeit 2,7.
Die Flugabwehr, die ist reduziert. Wir sehen hier 8 Schaden bei 1,2 Kilometer mit der 12,7 Browning oder mit der 76,2 Kilometer 2 Schaden bei 3 Kilometer. Also Flak solltet ihr ein bisschen sein lassen. Und jetzt vielleicht sogar das Highlight bei den USA, der Tier 7 Premium Flugzeugträger Saipan. Haben wir dann hier. Da ist wirklich, glaube ich, für jeden Flugzeugträgerkapitän was dabei. Gerade Premium ist natürlich immer sehr schön. Und auch hier schauen wir uns natürlich die Daten jetzt ganz genau an. 44.600 Hitpoints, davon eine Panzerung zwischen 6 und 152 mm. Flugzeuge haben wir in Summe 5 Geschwader. Wie wir hier sehen. Hangarkapazität 48 Einheiten und die Jäger schauen aus wie folgt. Startvorbereitung 19 Sekunden, sind Stufe 9, 178 Knoten Reisegeschwindigkeit, der Vought F4U, 1910 Überlebensfähigkeit, Flugzeuggeschwader 3 Stück, Beladung 41 und mittlerer Schaden pro Sekunde sind 70. Das zu den Jägern, zu den Torpedobombern Douglas AD-1, sind diese schönen Geräte hier. Startvorbereitung 22 Sekunden, 155 Knoten Reisegeschwindigkeit, Überlebensfähigkeit 1960, Flugzeuggeschwader auch hier 3 Stück, Torpedohöchstschaden 9867, eine Torpedogeschwindigkeit von 34 Knoten und auch eine Reichweite von 3,7. So, wenn euch mal gegnerische Flugzeuge zu nahe kommen, gibt es auch hier Flak, und zwar 15x2, 20 mm. Mit 91 Schaden bzw. 2 km Reichweite, dann die 40 mm mit 124 Schaden bei 3,5 und die 40 mm MK2 mit 64 Schaden bei 3,5 km Reichweite. 33 Knoten schnell ist das Ganze, Wendegradradius 920 Meter und die Ruderstellzeit 15,9. Und die Verborgenheit, und das ist natürlich eh klar bei einem Flugzeugträger, ist natürlich nicht sehr gut. Oberflächensichtbarkeitsreichweite 11,9 und aus der Luft sogar noch schneller bei 12,7. Ja, ich glaube, das war ein kleiner, schöner Einblick. Ich freue mich schon, wenn ich euch die Schiffe live präsentieren darf. Ich glaube, so mein persönliches Highlight wird wahrscheinlich sogar die Campbelltown sein. Habe ich sehr Lust drauf, aber ich glaube auch die Saipan und auch die Profintern, da gibt es auf jeden Fall Spieler, die sich darauf sehr freuen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute bei World of Warships. Lasst mir noch einen Daumen da, wenn euch diese kleine Preview gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Al Caramba.